Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne einen Full-Face-Drogerie-Look mit dir schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und ich habe mir auch was zu trinken geholt, nämlich einen Kaffee. Es steht hier drauf Kaffee und es ist Kaffee drin und das ist mein Lebenserhaltungselixier und ich brauche Kaffee. Bin ich ein Junkie? Ja, vielleicht ein bisschen. Auch alle Pinsel und Tools, die ich hier verwende, kommen aus der Drogerie. Entweder sind das Produkte von BH Cosmetics, was man ja im DM kaufen kann, auch online, zum Beispiel das Rose Quartz Set oder auch das Mrs. Bella Pinsel Set. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ansonsten kriegst du es auch auf BH Cosmetics, aber es ist halt eigentlich eine, ja, DM-Marke. Nicht eine DM-Marke, aber man kann es bei DM kaufen, so. dann habe ich auch noch was von Real Techniques, habe ich eben, glaube ich, schon gesagt, ne? Hm. Von Wet n Wild habe ich Pinsel, von Essence, von Ebeline, ja, also alles wirklich Drogerie. So, ich hatte heute Morgen tatsächlich schon meine Wimpern geschminkt, weil wir Besuch da hatten, die habe ich mir jetzt eben abgeschminkt und bin jetzt fresh vorbereitet und starte doch einfach mal mit dem Primer. Da habe ich hier von Essence den New Better Work Gym-Proof Primer. Der ist total gut. Der kommt so blau raus. Genau. Und der hat nicht nur einen Lichtschutzfaktor, sondern er ist halt auch schweißresistent und wasserresistent und alles. Und den verteile ich mir doch mal in meinem Gesicht. Der riecht auch echt angenehm nach Sonnencreme so ein bisschen. Ja, mit so einem frischen Unterton. Und der ist auch wirklich schön pflegend. Sieht schön in die Haut ein und ja, ist auch perfekt für den Sommer. Kann ich nur empfehlen. Als nächstes verwende ich eine Base, dann nehme ich hier von Essence das Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 04 Ivory. Das hatte ich im Trash-Paket mit drin, da ich echt lange Fingernägel habe. Ich muss demnächst mal wieder zu meiner Nagelfee, aber die ist leider im Urlaub. Gehe ich da mit dem Spatel rein. Und dann kommt das einfach so auf mein Gesicht. Und dann nehme ich einen Pinsel, hier aus dem Mrs. Bella Set, streife quasi die letzten Reste vom Spatel dann nochmal drauf und verteile einfach die Foundation in meinem Gesicht. Man kann natürlich auch direkt mit dem Pinsel reingehen, das ist dann etwas einfacher. Wenn ich diese Foundation im Alltag trage, mache ich das tatsächlich mit meinen Fingern. Also dann verteile ich das nicht mit dem Pinsel, sondern mit meinen Fingern einfach auf dem Gesicht, aber ich habe zu lange Fingernägel, da setze ich zurzeit alles drunter. Deswegen verwende ich da jetzt aktuell Tools. Also werkzeuge wie Pinsel und Schwämmchen und so. Und hier muss man wirklich zusehen, dass man die Foundation ordentlich in die Haut einarbeitet, da du ansonsten halt die Pinselstriche sehr stark siehst, weil es eine sehr matte Foundation ist. Und wenn eine Foundation sehr matt ist und da halt auch von der Konsistenz her so fest wie diese hier, dann musst du die ordentlich einarbeiten. Ansonsten, ja, sieht man jeden Strich oder jeden Schwämmchenstoß. Die Foundation hat eine recht gute Deckkraft. Ja, aber sie liegt halt wirklich sehr, sehr schwer auf der Haut. Deswegen muss man auf jeden Fall nochmal mit dem Schwämmchen drüber oder das halt mit warmen Fingern entsprechend einmassieren. Ich mache es jetzt mal mit dem Schwämmchen. Das ist natürlich von Real Techniques, was man auch in der Drogerie kaufen kann. Bei DM zum Beispiel und ich glaube auch bei Rossmann. Mit Müller kenne ich mich nicht so aus. Im Müller war ich, glaube ich, noch nie drin. Und allein dadurch, dass das Schwämmchen so angefeuchtet ist, oh, meine Haut atmet gerade auf. Oh, bin kein Fan von matten Foundation. Ja, also so ganz optimal sieht die Foundation tatsächlich nicht aus, aber für mal kann man es machen. Und das ist, ich glaube, mittlerweile die einzige matte Foundation, die ich noch habe. Als nächstes nehme ich hier einen Concealer von Essence, wo ich nicht weiß, welche Farbe das ist. Der hat sich hier oben auch so komisch abgesetzt. Ich glaube, weil das Paket, als ich das bekommen habe, zu krass in der Sonne stand. Naja, aber den trage ich mir jetzt erstmal auf. Der riecht aber ganz gut. Hat so ein Füßchen. Und den, oh, der ist schön hell. Ich weiß aber nicht, welche Farbe das ist, Leute. Sonst hätte ich euch das auch wohl gesagt. Und den blende ich mir mit meinem Schwämmchen ein. Bisschen viel Concealer. Der deckt ganz gut, aber ich möchte noch ein bisschen mehr Deckkraft hier unten haben. Und auf meinen Rötungen. Ich finde es immer so charmant, wenn man das einfach nur Rötungen nennt. Ne? Ihr wisst, was es ist. Es ist Mr. Fred und seine Familie.
Gut, ich meine, wenn der Camouflage draufsteht, dann sollte man auch erwarten, dass er ordentlich deckt. Und das tut er auch. Also das ist wirklich ein toller Concealer, der gefällt mir richtig gut. Der deckt mir wirklich alles ab. Das ist richtig schön. Also Fred ist jetzt hier wirklich sehr, sehr widerspenstig. Aber es bringt auch relativ wenig, wenn ich jetzt 5 Schichten Concealer darüber mache. Weil das mag dann vielleicht in der Kamera super aussehen. Aber im normalen Leben, wenn mir die Leute begegnen, dann denken die sich auch, sag mal, hat die da so dick Make-up drauf? Deswegen, also ich mache da jetzt ein bisschen mehr drüber, aber er wird nicht verschwinden. Fred wird jetzt unser heutiger Begleiter erstmal bleiben. So, der Concealer sitzt wirklich gut. Also ich finde, dass er sehr, sehr gut aussieht und auch wirklich alles abdeckt, was geht. Das ist der helle Wahnsinn. Das gefällt mir richtig gut. Aber ich merke, dass er mir auf jeden Fall in die Fältchen kriechen möchte und das wollen wir vermeiden. Deswegen tupfe ich hier mal kurz. Und hier habe ich eine Palette von Revolution. Revolution bekommst du ja im Rossmann. Und ich weiß nicht, ob du auch diese Sondereditionen da bekommst. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch Cosmetic for Less mittlerweile als Drogerie zählen, in Anführungsstrichen. Ne? Weil die führen ja unheimlich viel von Essence und Co. Und das ist diese Palette. Das ist die The Emily Edition The Needs. Und das ist halt komplett Face... Upsala. Face and Eyes Palette. Die Folie hat sich gerade verabschiedet. Und die schaut so aus. Du hast hier die 6 Lidschattentöne, dann Blush, Bronzer, Highlighter. Und das dürfte eigentlich ein Puder sein. Dementsprechend würde ich dieses Puder, was sich Kindness nennt, einfach mal zum Setten meines Concealers verwenden. Nehme mir dafür so einen Pinsel von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set. Gehe nicht in den Bronzer rein. Das hatte ich nämlich gerade fast vorgehabt. Und sette damit meinen Concealer. Und hier ist übrigens echt ein großer Spiegel drin, wie das in den Revolution-Paletten so ist. Und es ist wahnsinnig toll. Also für ein Puder ist dieses Fännchen echt schwierig, aber mit so einem Pinsel kommt man da rein. Das ist halt so ein ovaler Pinsel vorne. Gibt auch von Real Techniques so extra Setting-Brushes, wie auch immer. Aber komm, wir machen das jetzt mit dem. Und dann sette ich einfach mal mein komplettes Gesicht auch mit diesem Puder-Kindness. Eigentlich eher so... Banana-Powder-mäßig von der Optik her. Aber man kann es nehmen, ne? Das ist ein sehr dickes Puder, aber kein, also halt nicht so dieses, ne, was ich jetzt in letzter Zeit hatte. Da hatte ich eher so von bei Terry dieses Hyaluronic Hydra Powder, schlag mich tot. Das war sehr, sehr leicht. Das war ein Hauch von Puder auf dem Gesicht. Das hast du hierdurch jetzt nicht. Das ist schon sehr dick. Man hätte es erst echt vermuten können, dass das eine Basefarbe ist, aber hier gibt es ja noch Love. Also das ist keine Basefarbe, das ist definitiv ein Gesichtspuder. Also mir persönlich gefällt meine Base jetzt nicht so hundertprozentig, weil ich echt merke, dass ich was auf dem Gesicht habe. Das ist ein bisschen sehr dick alles bei mir gerade. Ne? Also jetzt mache ich gerade so ein richtiges Schminken. Also richtig krass, bam in your face, full coverage, bam bam bam. Bin ich ja sonst nicht so unbedingt der Typ. Auch so bei den Augen, da mag ich es. Ja, doch, ich mag auch gerne viel, aber halt von der Base her mag ich das lieber so leicht, dass ich das nicht auf dem Gesicht spüre. Ich hatte zum Beispiel, als ich den Concealer aufgetragen habe, ja direkt das Gefühl, dass ich einen Concealer drauf habe. Hat auch ein bisschen unter den Augen geprickelt, aber das liegt einfach daran, dass ich mich gerade abgeschminkt habe. Ne? Dann ist man da ein bisschen irritierter von der Haut her. Aber jetzt auch so, wenn ich mit dem Pinsel drüber gehe, ich kann nicht so sanft drüber streichen, sondern er hakt halt schon fest, ne? Weil man einfach eine Paste auf dem Gesicht hat. Naja, zwischenzeitlich mache ich mir mal so ein bisschen Lippenpflege drauf. Das ist aus der Rival de Loubiang Superfruits LE, der Erdbeerlipbalm, der hier so erdbeerig aussieht, aber auf den Lippen einfach nur wie ein Pflegebalsam ist. Man sieht ihn nicht, aber man spürt ihn. Wundervoll. Weiter geht die wilde Reise. Ja, jetzt mache ich weiter mit hier der Face-Palette. Und zwar habe ich hier ja Blush, Bronzer und Highlighter. Und das möchte ich entsprechend jetzt auch im Video natürlich verwenden. Ich finde, dass der Bronzer ganz schön krass aussieht, aber auch der Blush. Ja, bam in your face, das gibt's heute. Für den Bronzer verwende ich auch den gleichen Pinsel wie den hier, wie eben für das Puder. Und gehe wirklich nur ganz vorsichtig erstmal rein und habe auch schon direkt was hier drauf. Der ist dunkel, aber der ist auch schön aschig. Also damit kann man quasi, also es ist ein Duo-Produkt, ne, für Bronzer und Contour. Und der heißt Courage. Aber
ich mit meinem hellen Häutchen muss da wirklich sehr vorsichtig mit umgehen und immer nur ganz wenig Produkt auftragen und dann ordentlich verblenden. Ansonsten wird das echt kriminell. Ich finde es auch sehr mutig, eine Lidschattenpalette rauszubringen oder eine Komplettpalette für Blush, Bronzer, Highlighter, Puder und Lidschatten. Weil nicht jeder hat ja den gleichen Hautton, ne? Das ist schon ziemlich krass. Ich guck mal eben. Hier hinten sind ja auch immer die Bilder abgebildet. Ja, so sieht sie aus, die Emily. Das ist ja auch kein helles Häutchen, ne? Und sollte es wirklich so sein, dass alle Töne ja passen. Also das Puder war jetzt ein bisschen dick, ja. Der Bronzer muss halt mit Vorsicht verwendet werden, aber er kann verwendet werden. Wenn jetzt auch noch die anderen Sachen so gut funktionieren, dann ist das, auch wenn ich nicht reise, aber ne, die perfekte Reisepalette. Weil so hast du eine Palette, wo du alles drin hast. Ja, durch die wirklich starke Pigmentierung von diesem Bronzer investiere ich deutlich mehr Zeit, um den Bronzer aufzutragen, als bei anderen, die ich so habe. Aber dennoch gefällt mir das Ergebnis echt gut. Also das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr stimmig und passt auch zu mir und gefällt mir einfach. Ja, ja, so gefällt mir das Bild vom Bronzer auf jeden Fall. Und ich trinke mir erstmal einen Schluck Kaffee. Das hat jetzt viel Zeit und Mühen gekostet, also Ziel, Mühen und Zeiten, um das Ganze aufzutragen. Puh. Ich schiele gerade oben auf meine Anzeige von den Minuten und sehe, dass ich gerade echt 10 Minuten gebraucht habe, um den Bronzer aufzutragen. Ja, schön für euch, denn ich kann es rausschneiden. Nervig für mich, denn ich muss den auftragen. So, als nächstes verwende ich den Blush, der hier mit drin ist. Der heißt Joy und der hat leichte Schimmerpartikel mit drin. Aber das mag ich. Also sowas ist was für mich. Dann nehme ich hier einen Essenspinsel. Und der ist auch so ein bisschen peachig. Und auch der ist wieder ordentlich pigmentiert, Leute. Uhuhuhu, das gefällt mir, das gefällt mir. Bei Blush darf es gerne so sein. Der ist auch ein bisschen dunkler. Also jetzt nicht so ins Pinke oder so, sondern wirklich dunkles Peach. Was ist ein dunkles Peach? Weiß ich nicht. Dunkles Peach halt. Ich liebe diesen Blush. Der ist ja echt schön. Der ist so natürlich irgendwie. Oh. Mega. Ich hatte die Palette übrigens in so einer Cosmetic for Less Surprise Mystery Bag Gedöns drin. Das ist ja großartig. Also ich muss den ordentlich aufbauen, das auf jeden Fall. Ne? Also ich packe da jetzt gerade Schicht für Schicht für Schicht drüber. Aber echt, oh, so schön. Oh. Genau. Claudi ist hin und weg. Highlighter mache ich später. Jetzt kann ich aber die Augen schon mal machen. Und da hatte ich von der lieben Lea von Essence Eye Heart Effects eine Eyeshadow Base in Grau bekommen. Lea, ich hoffe, dass das gut aussieht. Ich habe ein bisschen Angst und trinke mir ein bisschen Mut an. So, denn es ist einfach grau. Es kommt hier mit so einem Lipgloss-Füßchen raus. Und ich werde es, glaube ich, nicht direkt auftragen, denn ich bin echt zu schissig dafür. Ich habe hier von Essence so einen Smudging Brush. Damit werde ich das dann auf meinem Augenlid verteilen. Nehme Jana Spiegel und dann gehe ich da mit dem Pinselchen dran, nehme ein bisschen was vom Füßchen hier runter und gebe mir das auf mein Lid. Denn es ist echt grau. Es fühlt sich leicht silikonig auf dem Auge an, also im Prinzip ganz angenehm. Dennoch bin und bleibe ich skeptisch. Ich habe die Lidschattenbase drauf gemacht und habe mich echt getraut, das Grau komplett hochzuziehen. Die Farbe Love verwende ich, um mein komplettes Lid zu setten. Oha, da kommt ordentlich was runter. Ach so, ich hole dich mal näher ran, oder? Dann siehst du auch mehr. Die Farbe Faith gebe ich mir in meine Lidfalte. Mit der Farbe Hope und einem etwas strenger gebundenen Blendepinsel vertiefe ich meine Lidfalte. Oha. Das wird gerade ganz schön fleckig mit der Farbe hier doch. Ui. Was soll das denn? Ne? Ganz schön fleckig geworden jetzt hier. Ne, die Farbe Hope finde ich ganz schön übel. Die ist extrem fleckig und das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht.
Deswegen gehe ich dann nochmal mit diesem festeren und breiteren Blendepinsel von Real Techniques drüber und verblende das nochmal so richtig ineinander. Gefällt mir immer noch nicht so sehr, aber einigermaßen okay. Geht gerade nicht anders. Die Farbe Passion ist die einzig schimmernde Farbe in dieser Lidschatten, in diesem Sextett von Lidschatten. Und die gebe ich mir sowohl außen als auch innen auf mein Lid. Und das mache ich ganz vorsichtig. Denn es ist sehr, sehr dunkel. Im Fännchen hat es so einen rötlichen Schimmer mit da drin, aber auf dem Auge wirkt es fast schwarz. Schade, dass man den Schimmer nicht so gut hinbekommt, ne? Dann nehme ich mir doch einfach den Essence Smudging Pinsel, wo noch ein bisschen was von der Lidschattenbase mit drauf ist. Gehe dann wieder in die Farbe Passion rein und hoffe, dass der auch die Schimmerpigmente mit rausnimmt. Gehe dann nochmal vorsichtig so drüber. Hui, der krümmelt. Aber so kriegst du wenigstens ein bisschen was von den Schimmerpigmenten aufs Auge. Mit der Farbe Honesty verblende ich die ganzen Produkte in meiner Lidfalte. Das geht einfach besser mit dem hier von Real Techniques, Leute. Den Essence-Pinsel mache ich dann eben kurz in diesem Quick and Easy Brush Cleanser von Catrice. Auch eine Drogeriemarke, ne? Ein wenig sauber. Nehme mir dann wieder ein bisschen was von der Lidschattenbase, gebe das auf mein Zentrum und gebe mir dann mit demselben Pinsel den Highlighter, die Farbe Gratitude, hier auf mein Zentrum. Oh nein, es krümmelt. Es krümmelt jetzt zwar ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Und schön hier ineinander blenden. Ich hätte natürlich auch dafür den Camouflage Concealer nehmen können, aber ich wollte nicht, dass es zu krass vom Unterschied her ist. Deswegen fand ich das eigentlich ganz witzig, wenn ich den grauen, die graue Base nehme, dass es harmonischer wirkt, ne? Und dann verblende ich wieder in meiner Lidfalte so ein bisschen. Ein sehr dunkler Look, ein sehr schmutziger Look, aber irgendwie mal was anderes. Fallout wegmachen. Unter meinem Wimpernkranz möchte ich gerne die Farbe Faith auftragen. Ja, bin jetzt nicht so begeistert von dieser Farbkonstellation, muss ich gestehen, ne? Den Highlighter verwende ich ebenfalls als Inner Corner Highlight und als Augenbrauen Highlight. Ein bisschen fleckig ist es geworden, aber ich habe alles gegeben und naja, jetzt verleihen wir meinen Augen mal ein bisschen mehr Dimension und machen weiter. Und zwar kümmern wir uns zuerst um meine Augenbrauen. Dann nehme ich hier von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Als nächstes verwende ich von Trend It Up den Eyeliner in der Farbe oder den Ultraschein Eyeliner Pen Waterproof in Schwarz. Der hat eine Filzstiftspitze. Der Moment, wenn es nach und nach einfach stimmiger wird. Ich finde es immer so schwierig, wenn man gerade so dunkle Augenlook schminkt, dann denkt man sich immer so, oh mein Gott, wie soll das noch was werden? Aber dann kommen Augenbrauen, dann kommt Eyeliner und jetzt kommt die Mascara. Oh. Beziehungsweise, nee, ich mache mir vorher Fixing Spray und den Highlighter drauf. Fixing Spray 183 Days by Trend It Up Fix and Summer Glow Finish Spray, dieser scharfe Hase. Und dann nehme ich hier den Highlighter. Der ist aber gut da, Leute. Mensch, die Face-Produkte aus der Palette gefallen mir richtig gut. Aber die Lidschatten, ich weiß nicht. Der ist auf jeden Fall da, ne? Fazit zur Palette. Die Face-Produkte sind toll, die Lidschatten nicht so meins. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Palette jetzt behalten werde oder nicht. Keine Ahnung, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Auch Revlon kann man in der Drogerie kaufen. Und hier habe ich Volume and Length Magnified. Sammy schüttelt sich draußen. Genau, und diese Mascara. Okay, das ist ein Synthetik-Haarbürstchen. Riecht wie eine Mascara und ja, los geht's. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, die Mascara ist okay, aber ich finde sie zu schwach für das, was ich so normalerweise bei meinen Wimpern mache. Das heißt, die werde ich an eine Freundin weitergeben oder anderweitig weitergeben, weil die mir einfach zu wenig ist. Ich meine, das sind jetzt 3 Schichten, ne? Das ist nicht wenig und dennoch habe ich so wenig drauf. Also, könnte mehr sein, ne? Könnte echt mehr sein. Macht Länge, macht Volumen, aber nur minimal. Runden wir das Ganze ab mit krassen Lippen. Und zwar habe ich hier ein Retro Luxe Matte Lip Kit von Revolution. Ja, da ist drin ein Lip Liner und ein Liquid Lipstick. Das habe ich von der lieben Lea bekommen. Und das ist die Farbe Regal. Dafür, dass ich sonst nie Lip Liner trage, hat das jetzt wundervoll funktioniert. Ist halt echt orange, ne? Also orange, kaminrot, na, eher so Ziegel, Dachziegelfarben. krasse Farbe. Der Lip Liner ist aber sehr, sehr schön, angenehm von der Konsistenz her. Also schön weich. Jetzt kommt das nochmal drüber. Es ist mal eine Farbe, ne? Oh, ja, finde ich aber ganz cool. Also die Farbe sieht ganz schön aus. Muss wahrscheinlich noch etwas trocknen, denn er bappt ein bisschen. Ansonsten hat er sich schön auftragen lassen, war schön leicht und ja, den lassen wir jetzt erstmal trocken. In der Zeit mache ich mal eben kurz meine Haare und bin dann sofort wieder da. Ja, die Löwenmähne ist geöffnet. Ja, mir gefällt der Look eigentlich, ne? Also dafür, dass es halt auch echt ein Full-Face-Drogerie ist, sieht es nicht nach Drogerie aus. Ich finde, das ist ziemlich besonders. Ich finde die Augen sehr cool. Leider halt etwas fleckig, aber das Leben ist hart und ungerecht. Die Lippenfarbe finde ich wirklich schön. Ich denke, dass ich mir darüber aber lieber irgendwie noch ein Gloss oder sowas geben würde, weil ich dieses Matte so extrem finde. Fühlt sich dann schnell schwer auf den Lippen an, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es ganz cool. Ja, ihr Lieben, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video da von mir. Und wenn du noch nicht mich abonniert hast, aber es gerne möchtest, dann kannst du hier oben gerne klicken. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!